Jeden Abend das gleiche Spiel, Zähne putzen und dann ab ins Bett. Ob mit Schlafmaske, Pyjama oder T-Shirt, jeder hat seinen eigenen Weg ins Land der Träume. Doch wie genau schlafen die Menschen in Deutschland? Schnarchen Männer mehr als Frauen? Schlafwandeln wir vielleicht öfter, als wir denken? Wir möchten diesen Fragen auf den Grund gehen und Menschen eine Nacht lang mit der Kamera ins Land der Träume begleiten. Diese beiden Pärchen stellen sich dem Selbsttest. Aufklärungsbedarf gibt es reichlich, denn laut Freundin schnarcht dieser Herr ganz gerne mal. Ich halte das eher für ein Gerücht mit dem Schnarchen. Geschichten erzählen und ständiges Wälzen sind seine Schlafeigenschaften. Spricht jemand von euch im Schlaf? Nein. Doch bis unsere Testbärchen ins Bett gehen, fragen wir mal nach den Schlafgewohnheiten der Deutschen. Jeder Deutsche verbringt laut Statistischem Bundesamt täglich 8,22 Stunden im Bett. An Werktagen schläft ein Drittel der Bevölkerung weniger als 7 Stunden. Ihr seid gar nicht am Schlafen? Nein. Diese junge Dame ist nicht allein zu Hause und geht später noch mit ihren Freunden in die Disco. Trotzdem zeigt sie uns ihr Schlafgemach. Wie oft wechselst du deine Bettwäsche? Also alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen? Was glaubst du, wie oft wechselt der Deutsche so seine Bettwäsche im Schnitt? Auch so? Fast. Im Durchschnitt wechseln 40% der Deutschen nur alle 3 Wochen oder noch seltener ihre Bettwäsche. Es ist 0.30 Uhr und die Suche geht weiter. Wieso schlafen Sie denn noch nicht? Weil ich keinen Bock habe. Weil Sie keinen Bock haben? Immerhin, die nette Dame hat Bock, sich mit uns zu unterhalten. Sie war damit beschäftigt, vor dem Schlafen fernzusehen, wie 50% der Frauen, die nicht einschlafen können. Nehmen Sie alleine? Leider ja. Leider ja. Sie sind leider zu jung, der Rest auch. Während die Mehrheit der Deutschen vor dem Schlafen einen guten Nachttee trinkt, setzt diese Frau auf Radieschen. Dürfen wir mal Ihr Schlafzimmer sehen? Mit Radieschen bewaffnet geht es in die heiligen Hallen. Was ziehen Sie an zum Schlafen? Nachthemd, Schlafanzug, nichts? Nichts? Nichts. Nackig? Nackig. Ganz nackig? Nackig ist am schönsten. Das sieht die Mehrheit der Deutschen anders. Knapp die Hälfte der Bevölkerung trägt abends einen Pyjama, gefolgt von T-Shirt und Nachthemd. 12% der Deutschen schlafen in Unterwäsche und nur jeder 20. nackig. Es ist mittlerweile 1 Uhr nachts. Über 2/3 der Bevölkerung gehen bereits vor 23 Uhr ins Bett. Nicht aber dieses junge Pärchen. Spricht jemand von euch im Schlaf? Nein. Doch, ich ein wenig, ja. Unsere Testpersonen sind damit Coralie 28 und Stefan 23. Was glaubst du, wie oft drehst du dich im Schlaf? 40 Mal. 40 Was? Mal? Ich glaube schon. Doch, ich bin wild. Nachdem unsere Nachtkamera aufgestellt ist, bekommt unser Testpärchen noch eine kleine Videokamera gestellt. Um 1.15 Uhr geht's zu unserem zweiten Paar. Schnarcht er auch? Manchmal höre ich es nicht. Also er beim Nickerchen schläft, schnarcht er oft. Ja. So nachts kriege ich es manchmal nicht mit, ich weiß nicht genau. Ich halte das eher für ein Gerücht mit dem Schnarchen. Ich weiß, dass Maria im Schlaf häufig... Nein. Ups. Das mit dem Pupsen wollte ich jetzt nicht sagen, aber sie redet ganz viel Wirres. Also so eine Sprache habe ich noch nie vorher gehört, auf jeden Fall. Aber dann, als würde sie sozusagen wissen, dass ich es aufnehme, sagt sie auch nichts mehr. Ein guter Grund für den 30-jährigen Camillo und die 24-jährige Maria, der Sache auf den Grund zu gehen. Es ist mittlerweile 1.30 Uhr, Bett geht Zeit für Coralie und Stefan. Zähne sind geputzt. Abgeschminkt haben wir uns auch und jetzt sind wir bereit, um ins Bett zu gehen. Auch Maria und Camillo betreten nun das Land der Träume. Nach rund 90 Minuten ist der Mensch in der Tiefschlafphase. Coralie und Stefan bemerken daher nicht, dass sie um 3 Uhr nächtlichen Besuch bekommen. Camillo kann sich deshalb auch nicht daran erinnern, dass er wie 60% der Männer schnarcht. Bei Frauen sind es dagegen nur 40%. Um 4.30 Uhr legt Camillo richtig los. Wie war das noch gleich? Ich halte das eher für ein Gerücht mit dem Schnarchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Aus der Nummer kommt unser Camillo nicht mehr raus. Schlafkollege Stefan hat dagegen eine andere Eigenart. Er streichelt sich die ganze Zeit übers Gesicht. Es ist mittlerweile 7 Uhr morgens. Stefan hat sich bisher in der Nacht 7 Mal gedreht, anders als er es eingeschätzt hatte. 40 Mal? Was? Ich glaube schon. Na.
Im Schnitt drehen wir uns 26 Mal im Schlaf und anders als bei unseren Testpärchen liegen 80% der Menschen beim Schlaf auf der Seite. Kurz nach dem Aufstehen besuchen wir nochmal unsere Testpärchen. Was sagt Stefan zu seinen Streicheleinheiten? Oh, süß. Geil. Für Camillas Schnarcheskapaden gibt's nun auch keine Ausrede mehr. Ich staune, dass ich davon nicht aufwache, von den Geräuschen, von dem lauten Atem. Aber irgendwie, ich meine, es gibt ja auch Frauen, die mit schnarchenden Männern, also extrem schnarchenden Männern zusammen schlafen können. Wahrscheinlich schaltet der Kopf da irgendwann ab. Ob mit oder ohne Schnarchen, wir sagen schon mal im Voraus, gute Nacht. Herrlich duftender Kaffee, frisch zubereitet, direkt aus der Maschine. Der Handpresseautomat für unterwegs macht's möglich. Zuerst Wasser in den Behälter einfüllen. Stopp. Und ein Kaffeepad einlegen.